Österreich stöhnt unter der Sahara-Hitze. Meteorologen prognostizieren für Donnerstag bis zu 36 Grad. Damit ist das Land der glühende Hotspot Europas. Selbst in Athen ist es kühler. Dort klettert das Thermometer auf 30 Grad. Rom bringt es auf 27 Grad und in Paris regnet es bei 23 Grad. Die Luft, die derzeit über Österreich schwebt, wird doppelt erhitzt. Sie stammt aus der Sahara-Wüste. Dort wird sie in eine Höhe von 7 bis 10 Kilometer geschleudert und über das Mittelmeer transportiert. Über Spanien legen die Luftmassen eine Pause ein. Noch höhere Temperaturen sind die Folge. In Córdoba werden bis zu 46,9 Grad gemessen. Seit Montag liegt die Hitze über Österreich, wenn auch etwas abgeschwächt. So schön die sonnigen Tage auch sind, der menschliche Körper fährt bei Temperatur über 30 Grad auf Höchstleistung, die schnell gefährlich werden können. Gerade Personen, die im Freien arbeiten und nicht in den Schatten flüchten können. Aber auch Temperaturen über 35 Grad sind kein Grund, die Arbeit niederzulegen. Egal bei welcher Temperatur, keiner hat in Österreich das Recht auf hitzefrei. Laut Arbeiterkammer sinkt die Arbeitsleistung bei 35 Grad um bis zu 70%. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Temperatur am Arbeitsplatz den Arbeitnehmern zuzumuten ist. Besonders belastet sind die Bauarbeiter. Sie haben kaum Chance auf Schatten. Die Arbeiterkammer appelliert jetzt. Seit 2013 gibt es eine Hitzeregelung für den Bau. Demnach können Arbeiten ab 35 Grad eingestellt werden. Die Entscheidung liegt aber beim Arbeitgeber. Wichtig bei dieser Hitze ist, viel zu trinken. Denn bei hochsommerlichen Temperaturen verliert der Körper große Mengen Flüssigkeit und wichtige Mineralstoffe. Als Durstlöscher eignen sich neben Mineralwasser ungezuckerte Kräuter- und Früchtetees. Auch im Auto wird es bei der Hitze unerträglich. Es erhitzt sich bei hohen Außentemperaturen sehr schnell. Pro Minute Wartezeit steigt das Thermometer um 1 Grad Celsius und kann so rasch die 70-Grad-Marke erreichen. Deshalb gilt, niemals Kinder und Tiere im parkenden Wagen zu lassen. Selbst im Schatten wird es im Wageninneren sehr heiß. Auch ein einen Spalt weit offenes Fenster hilft nicht gegen die steigenden Temperaturen im Auto. Jährlich kommen unzählige Kinder, aber auch Tiere aufgrund von Überhitzung im Auto zu Tode. Anzeichen eines Hitzeschlags sind Schwindel, Kopfschmerz, Desorientierung, Übelkeit, Krämpfe und auch Ohnmacht.